Die FDP hat eine klare Strategie. Sie haben unterschiedliche Motive zu unterschiedlichen Themen, die die Schweizerinnen und Schweizer beschäftigen. Und sie positioniert sich klar mit einem Key Visual, nämlich einem Pfeil, der die Zukunft zeigt, der vorwärts zeigt. Das Ganze kommt ein bisschen bieder immer noch daher, ein bisschen 90er-Jahre-Stil, aber es ist solide gemacht und macht sicher im Wahlkampf den Punkt bei den Leuten. Ich würde dem die Note 4,5 geben. Ja, auch Sie setzen auf unterschiedliche Themen, die die Schweizerinnen und Schweizer beschäftigen, machen das mit mehreren Sujets. Sie kommen sehr klar und schnell herüber, von dort her recht solide. Das Ganze ist stilistisch immer noch ein bisschen in den 80er Jahren. Ich finde Sie soweit okay gemacht. Ich würde ihr eine genügende Note geben, 4,25. Für mich war die SVP eigentlich immer die führende Partei, was Strategie, was Agenda-Setting in der Politik angeht. Hier sind sie komplett verloren. Sie haben nicht ein Thema, das sie besetzen oder beackern, sondern sie schießen einfach gegen die Linken und Netten. Und das hat noch nie so gut funktioniert in der Schweiz. Dieses Plakat ist auch so hässlich gemacht, dass es ein Knieschuss ist. Viel diskutiert heißt er noch nicht, dass man damit gewinnt. Ich würde dem eigentlich eine glatte 1 geben. Dass Klimapolitik im Zentrum der Grünen steht, das weiß nun jedes Kind, inklusive Greta. Das muss man nicht kommunizieren. Mich würde als Wähler eigentlich interessieren, können die Grünen auch Sachpolitik machen? Können sie andere politische Themen beackern? Von dort her finde ich die Kampagne strategisch nicht gelungen. Das Plakat macht seinen Job. Ich würde eine knapp ungenügende Note von 3,75 geben. Auch die CVP geht auf Sachthemen ein, auf unterschiedliche. Sie haben als Dachkampagne haben sie einen Claim für sich gewählt, den ich eigentlich doch ganz gut finde. Wir halten die Schweiz zusammen. Dennoch ist nicht spürbar, wie die CVP jetzt wirklich positioniert ist in der Politlandschaft. Es kommt alles ein bisschen unscharf herüber. Ich würde dem die Note 3,5 geben.